Als ich ein kleiner Junge war, da habe ich mit meiner Steinschleuder auf einen Vogel geschossen. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe geschossen. Ist der Vogel gestorben? Es war keine Absicht. Ich weiß noch, danach ging es mir richtig schlecht. Ich habe gebetet, dass er wieder lebendig wird. Und dann ist der Eichelhäher plötzlich aufgewacht und weggeflogen. Hat der liebe Gott ihn gerettet? Ja, ich glaube schon. Warum sind wir noch nicht geheilt? Wo sind die Erlösten? Solche Fragen werden mir gestellt, wenn ich von Jesus und von der Bibel spreche. Die Gesunden bedürfen nicht des Arztes, sagt Jesus, sondern die Kranken. Warum sind wir noch nicht geheilt? Wo sind die Erlösten? Für das Thema Leid und Tod gibt es drei Erklärungsversuche, wobei, dass es erklärt wird, also eine Erklärung gesagt ist, ist es noch keine Antwort. Denn mit einer Erklärung hat man noch nicht das Leid und den Tod besiegt. Die Antwort kann nur ein Erlöstsein sein. Damit geben die Kritiker dem Christus recht. Wo sind die Erlösten? Warum sind wir noch nicht geheilt? Wo sind die Erlösten? Und damit kann die Definition der Wahrheit im Ersten nicht darin liegen, was meine Perspektive ist, weil vermeintlich jeder ja eine andere Wahrheit hat, sonst wären wir nur im Esoterischen. Sie kann auch nicht darin liegen, was jemand tut oder denkt, ob er sich dabei wohlfühlt oder nicht. Nicht mal darin, ob etwas gut läuft in seinem Leben. Oder äußerlicher Einfluss, sondern ob er sich unabhängig von all dem in seinem eigenen Leben befindet, sein Leben als unabhängig erlebt, empfangen, sich geschenkt lebt. Viele Menschen, mit denen ich Gespräche halte, kriegen keine Luft mehr wegen ihrem schlechten Gewissen, dem Druck, Rechtfertigung zu ihrem Nächsten geben zu müssen oder vor sich selbst. Das Schlimmste an all dem ist, dass man nur deswegen leidet, weil einem noch nicht klar geworden ist, dass man Leid hat, dass man vor dem Tod steht, also diese Angst hat. Dass man die eigene Situation nicht erkennt als Krankheit oder als selbstgerecht. Ja, Gott tut heute noch Wunder. Aber ich kenne das Gebet auch von jemandem,
Gott gibt mir keine Gaben mehr. Ich will keine Wunder, ich will keine Hilfe. Lass das alles weg, nur gib mir den Sohn. Warum also noch Todesangst? Ja, Gott tut noch Wunder und hält oft Depressionen fern, beziehungsweise man erlebt keine Depressionen. Und so konnte Gott alles von uns fernhalten. Armut, Krankheit, Tod, Unfriede zwischen den Menschen und was sonst noch. Warum tut er es nicht? Er hat selbst die Welt so angeordnet und geschaffen. Er sagte zu der Frau, du wirst unter Schmerzen Kinder gebären. Zu dem Mann, du wirst kraftlos werden. Gott hat den Tod eingeführt, außerhalb von seinem Reich. Gott versucht uns, unseren geistlichen Ort zu erklären. Wir sind in der Welt und in der Welt habt ihr Angst, in der Welt ist Krankheit, in der Welt ist Tod. Und Gott möchte uns von diesem geistlichen Ort befreien. Nicht nur uns umhüllen, damit es uns besser geht, sondern befreien. Man kann also sagen, weil Gott uns befreien will von diesem geistlichen Ort und von uns selber, segnet er uns nicht allzu oft mit ein wenig Befreiungsteilhabe, sondern er segnet uns mit seinem Sohn. Das heißt, ganze Befreiung und ganze Sohnschaft, auch für uns. Mensch versucht oft zuallererst sich abzulenken, anstatt die Krankheit zu erkennen und damit zu wissen, welchen Arzt man braucht. Was übrigens keine Antwort ist, ist, wenn man jemandem sagt, wir haben das Leid geerbt oder ja, das ist eine Läuterung. Nein, die Antwort ist nur befreit, erlöst sein, Gott selbst in Christus. Uns ist das Ziel unseres Daseins oft nicht klar. Wir sollen der Welt gestorben sein und die Welt soll für uns gestorben sein. Und wir sollen durch Gott geboren sein. Sonderbar. Zu merkwürdig, oder? On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping, home, where my music's playing, home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines.